Hi, es ist wahrscheinlich ein bisschen ironisch, einen YouTube-Kanal über Fotografie zu haben und zu sagen, dass man kein Fotograf sein will. Aber aus meiner Sicht ist es nur ein Unterschied, ob man das Ganze aus Spaß und eher als Hobby macht oder ob man das als Beruf ansieht, womit man sein täglich Brot verdient. Und vielleicht bist du ja jemand, der mit dem Gedanken spielt, beruflich Fotograf zu werden. Und deshalb wollte ich dir heute einfach mal meine Gedanken teilen, warum ich mich dagegen entschieden habe, Berufsfotograf zu werden. Ich will aber nochmal betonen, das ist meine persönliche Sichtweise. Das heißt, es gibt bestimmt Punkte, die du anders sehen würdest oder auch anders bewerten würdest. Nummer 1, arbeiten für Klienten. Und ich weiß, schockierende Nachrichten, aber wenn du als Fotograf arbeitest, hast du meistens Klienten, für die du arbeitest. Das Problem, das das Ganze für mich hatte, war, dass diese Leute meistens irgendwie eine kreative Idee oder eine Vision von einem Projekt haben, das sich nicht zu 100% mit deiner eigenen Vision deckt. Und eine Sache, die ich liebe am Fotografieren, ist, dass ich einfach meine eigene kreative Idee in die Realität umsetzen kann. Und dann ist es halt kontraproduktiv, wenn du deine eigene kreative Idee hast und dir dann aber irgendjemand sagt, so, nee, irgendwie, das gefällt mir nicht, das müssen wir anders machen oder das stört, jenes stört und wie gesagt, das Ganze irgendwie so ein bisschen zerpflückt wird. Klar ist es nicht immer so, aber sehr häufig setzt du eher eine kreative Vision von einer anderen Person um, als wirklich deine eigene in die Tat umzusetzen. Und gerade auch wenn du jemand bist, der sich nicht so gern in seine Sachen reinreden lässt, dann ist es vielleicht nicht die beste Voraussetzung, um Berufsfotograf zu werden. Dann kommt es noch ein bisschen darauf an, was genau du jetzt machst. Aber ich habe ja zum Beispiel mehrere Hochzeiten fotografiert. Und da habe ich mich sehr oft eher wie der ausführende Part gefühlt, der irgendwie halt wusste, wie man eine Kamera bedient und nicht unbedingt so, als ob ich jetzt gravierende, großartige, kreative Arbeit geleistet habe. Klar ist es schön, so einen Tag zu begleiten, weil du viele glückliche Menschen um dich drum herum hast, die eigentlich gerade eine richtig schöne Zeit haben. Aber für mich hat sich das halt nie so richtig erfüllend angefühlt, weil ich mich halt irgendwie nicht kreativ austoben konnte, weshalb ich auch irgendwann keine Hochzeiten mehr übernommen habe. Wie gesagt, das variiert jetzt natürlich je nachdem, in welcher Branche du unterwegs bist. Gerade wenn du als Produktfotograf arbeitest, hast du wahrscheinlich mehr kreative Freiheiten. Aber auch da, du bist halt immer so ein bisschen an die kreative Erwartungshaltung von jemand anderem gebunden. Kontrapunkt Nummer 2, du musst regelmäßig neu verkaufen. Bleiben wir jetzt einfach mal bei Hochzeiten. Das ist zwar ein Extrembeispiel, aber verdeutlicht es ganz gut. Wie oft heiraten Leute in der Regel? Richtig, eigentlich nur einmal. Das funktioniert jetzt vielleicht nicht für jeden, aber worauf ich hinaus will, ist, dass du halt nicht wirklich eine dauerhafte Arbeit hast. Wenn eine Hochzeit vorbei ist, werden dieselben Leute nicht einfach am nächsten Tag nochmal heiraten. Oder ich würde mir Gedanken über die Leute machen. Das bedeutet für dich aber wiederum, dass du eigentlich regelmäßig auf der Suche nach Arbeit bist und immer wieder neu jemanden davon überzeugen musst, dass du der richtige Mann oder die Frau für den Job bist. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde das auf Dauer ziemlich nervig. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich den Verkauf nie wirklich gelernt habe und mich nie so richtig wohl in solchen Situationen gefühlt habe. Aber ich finde es auch einfach nervig, keine dauerhaften Kundenbeziehungen zu haben. Klar, es gibt immer wieder Leute, die dich mehr als nur einmal buchen und du halt einfach eine langfristigere Beziehung hast. Aber es ist auf jeden Fall nicht der Standard, von dem ich prinzipiell ausgehen würde. Andersrum ist es natürlich so, wenn du jetzt besonders gut im Verkaufen bist, dann ist das eher ein Vorteil für dich, weil du halt darüber ziemlich schnell, ziemlich intensiv an der Preisschraube drehen kannst und dadurch ziemlich schnell an sehr profitable Jobs für dich kommen kannst. Das heißt, du siehst, das ist ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, aber für mich persönlich war das halt eher was, was ich in die Kontrarichtung eingeordnet habe. Nummer 3, wenig Fotografie, viel Administration. Das geht so ein bisschen mit dem vorherigen Punkt einher. Wenn du dir einen Berufsfotografen vorstellst, dann denkst du vielleicht, dass das einfach jemand ist, der die ganze Zeit durch die Gegend läuft, mit seiner Kamera ein paar Bilder macht und am Ende vom Tag dafür bezahlt wird. Und auch wenn das grundsätzlich richtig ist, gerade wenn du mal mit Berufsfotografen sprichst, dann erzählen die dir, dass ganz viel von ihrer Zeit eigentlich viel mehr in administrativen Aufwand verbracht wird und sie nur sehr wenig Zeit wirklich damit verbringen, tatsächlich fotografieren zu gehen. Viel häufiger hast du halt Meetings mit deinen Klienten, schreibst Mails, bereitest irgendwelche Angebote vor, schreibst Rechnungen. Und klar, du könntest solche Sachen auch einfach an eine Assistenz auslagern, aber gerade am Anfang wird dir dafür halt einfach das Geld fehlen, du wirst solche Sachen halt selbst machen müssen. Das heißt, dir sollte auf jeden Fall klar sein, dass du wahrscheinlich deutlich weniger fotografieren wirst, als du dir ursprünglich vorstellst. Gerade am Anfang wirst du wahrscheinlich, wie jeder andere auch, der sich selbstständig macht oder sein Unternehmen aufbaut, erstmal damit zu kämpfen haben, überhaupt Geld zu verdienen. Wie das Sprichwort sagt, aller Anfang ist schwer und du wirst weniger Erfahrungen haben, weniger Projekte, die du vorweisen kannst, weniger Kontakte oder ein Netzwerk, auf das du dich verlassen kannst und wo du irgendwelche Jobs herbekommst. Und gerade am Anfang wirst du wahrscheinlich kleinere Rechnungen stellen oder umsonst arbeiten, einfach nur, um halt diese Erfahrung, Portfolio und Netzwerk aufzubauen.
Das ist an sich auch ein völlig legitimer Weg, aber es ändert nichts daran, dass du am Anfang erstmal ein kleines und vor allen Dingen auch schwankendes Einkommen von der Fotografie haben wirst. Also solltest du dir auf jeden Fall einen Plan machen, wie du am Anfang finanziell das Ganze hinbekommst. Entweder indem du halt das erstmal nebenberuflich machst und noch eine andere Arbeit hast, bei der du regelmäßig Geld verdienst. Oder halt irgendwie ein paar Ersparnisse hast, auf die du im Notfall zurückgreifen kannst. Also auf jeden Fall irgendwas, um diese Anfangsphase überbrücken zu können. Gerade dadurch, dass die Fotografie in den letzten Jahren immer zugänglicher geworden ist, ist die Einstiegshürde in den Beruf halt auch immer weiter gesunken. Gerade über das Internet stehen dir super viele Ressourcen zur Verfügung, um das Ganze zu lernen. Das heißt, du musst es nicht studieren, du musst dich nicht wirklich dafür ausbilden lassen. Du kannst dir mehr oder weniger eigentlich alles erstmal selbst beibringen. Dadurch gibt es aber halt auch inzwischen eine Fülle an Fotografen oder diejenigen, die es werden wollen. Ich meine, ich selbst war davon ja auch keine Ausnahme. Das bedeutet aber auch, dass du, gerade wenn du am Anfang dir noch nicht deinen eigenen Namen gemacht hast, in einem brutalen Konkurrenzkampf mit einem Haufen anderer Leute stehst. Meine ersten Aufträge habe ich zum Beispiel alle nur über Leute bekommen, die mich davor schon persönlich kannten und mich empfohlen haben. Das heißt, am Anfang ist es halt ziemlich schwierig, erstmal einen Fuß in die Tür zu bekommen. Logischerweise ist das jetzt nicht unmöglich und du kannst halt auch nicht erwarten, dass du einfach rufst, hey, hier bin ich, und dass die Leute einfach die Bude einrennen werden. Deshalb hast du halt nicht die riesen Auswahl an Jobs, und das hat für mich den ersten Punkt noch weiter verstärkt, dass ich mich einfach nicht so kreativ ausleben konnte, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe. So, und das hat jetzt eigentlich alles dazu geführt, dass ich mich am Ende persönlich dagegen entschieden habe, Berufsfotograf zu werden und mich eher so als ein bisschen ein professioneller Hobbyist sehe, der einfach glücklich damit ist, YouTube-Videos zu dem Thema zu machen. Ist Fotografie deshalb jetzt aber ein schlechter Job, den du auf keinen Fall anstreben solltest? Auf keinen Fall. Es ist verdammt cool, mit seiner Fotografie Geld zu verdienen, und teilweise öffnet dir die Fotografie auch einfach Türen und Möglichkeiten, die du anderweitig gar nicht haben würdest. Du hast manchmal Erlebnisse, von denen andere Leute nur träumen können. Zum Beispiel irgendwie ein Champions League Spiel am Spielfeldrand zu fotografieren oder irgendwie 2 Wochen auf eine Safari zu gehen und irgendeine fast ausgestorbene Spezies zu tracken. Selbstverständlich ist das nicht dein Alltag, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass du dich, wenn du Fotograf wirst, an einem gewissen Punkt hocharbeiten kannst, wo du halt in einer Situation bist, wo diese Möglichkeiten für dich halt real werden können. Ich wollte dir mit dem Video nur mal ein paar negative Aspekte aufzeigen, damit du am Ende weißt, worauf du dich einlässt. Wenn du noch ein paar Ideen brauchst, wie du mit der Fotografie generell Geld verdienen kannst, schau dir das Video in der Infokarte hier an. Da habe ich dir versucht, eine vollumfängliche Liste zu geben. Ansonsten hoffe ich, hat dir das Video gefallen. Wenn dem so war, lass mir gerne einen Daumen nach oben da. Wenn es dir besonders gut gefallen hat, abonniere den Kanal, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, mach's gut.